Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Kampf mal wieder. Okay, für euch nicht mal wieder. Für mich war jetzt knapp 2 Wochen Pause. Bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Und zwar bei Online-Rangmatch-Kampf. Mit von Löhe, Gamepass als Hobby, das bin ich. Und ihr seht ja dann gleich, mit welchen Pokémon ich kämpfe. Ich muss ja doch immer ab und zu mal wechseln, das wird ja sonst ein bisschen langweilig. Und dann suchen wir jetzt einfach mal den nächsten Gegner. Sogar schon gefunden. Mal gucken, ob wir überhaupt gewinnen. Nehme ich mit Mewtwo. Oh, gegen Darkrai. Kaizakai aus Dänemark. Eine Aufstiegsrunde. Oh. 324 Siege. Du meine Güte. Mal gucken, ob wir den hinkriegen. Mewtwo ist voll in sich gekehrt. Voller Ruhe. Schauen wir mal, was wir damit anrichten können. Okay. Er ist nervig mit dem. Jawohl. Oh, das ging doch gut. Klasse. Was ist denn hier auf eine Gruppe? C5. Ah, naja, gibt ein paar Punkte, wenn ich das gewinne. 1-0. Mal gucken, ob wir die zweite Runde auch so gut hinkriegen. Hey, wieso hat mein Konter nicht funktioniert? Hey, das klappt doch besser, als ich dachte. Ja! Oh, wie geil ist das denn? Cool. Mit Mewtwo Level 40 gewonnen gegen jemanden, der schon über 300 Siege mit Darkrai hat. Cool, das finde ich gut. Hat doch besser geklappt, als ich gedacht hatte hier. Plus 100 Punkte. Hey, Aufstiegsrunde naht. Juhu! Vielleicht kommen wir wieder in die Gruppe D1 mit Mewtwo. Level 41, sehr schön. Ganz toll. Das hat mir gefallen. Seinen komischen Namen konnte ich jetzt leider nicht merken, aber hast gut gekämpft. Und überraschenderweise habe ich gewonnen. Das finde ich auch schön. Aber vielleicht läuft man sich ja wieder über die Wege. Okay, das war Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch mit von Nöa Gamepass als Hobby und Mewtwo. Und ja, die nächsten 3 Kämpfe sind auch wieder mit Mewtwo. Ich habe das ja jetzt irgendwie so in die Reihe gebracht, dass ich irgendwie mit jedem Pokémon mal 4 Kämpfe mache und dann wechsle. Also, ja, sehen wir uns bei den nächsten 3 auch mit Mewtwo. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der Kanalseite und auf YouTube generell und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Auf Wiedersehen und tschüss!